Freunde des guten Geschmacks, heute machen wir einen richtig leckeren Kartoffel-Kürbis-Eintopf. Perfekt jetzt für den Herbst und auch für die ersten regnerischen Tage. Das ist ein Gericht, das wärmt richtig gut durch und passt einfach ideal in diese Jahreszeit. Und klar ist wohl, dass wir für dieses Gericht erstmal einen Kürbis brauchen. Ich habe hier einen Hokkaido-Kürbis genommen, den ich erstmal halbiere. Ihr könnt auch gerne einen Butternut-Kürbis nehmen oder auch einen Muskatkürbis beispielsweise. Hokkaido müsst ihr nicht schälen. Wir brauchen insgesamt 1 Kilo Kürbis. Dementsprechend nehme ich hier nur einen halben. Ihr könnt aber natürlich auch gerne einen kleineren nehmen. Jetzt erstmal hier diese Kerne auskratzen und den Kürbis dann in mundgerechte Stücke schneiden. Nehmt dazu gerne ein scharfes Messer, damit sich das alles gut schneiden lässt, und dann schneidet ihr erstmal Kürbisspalten runter und die Spalten dann in mundgerechte Stücke. Wenn euer Kürbis dann vorbereitet ist, dann brauchen wir Kartoffeln. Ich habe hier 900 Gramm Kartoffeln genommen. Die werden erstmal geschält. Am besten stellt ihr euch da ein bisschen geschickter mit dem Sparschäler an als ich. Ich habe mir nämlich in den Fingern geschnitten, ganz klasse. Dann werden die Kartoffeln einfach in mundgerechte Würfel oder in mundgerechte Stücke geschnitten. Und dann ist dein Gemüse quasi auch schon bereit. Wir brauchen jetzt aber noch eine Zwiebel. Das ist einfach eine ganz normale weiße Zwiebel. Die wird einfach nur gehackt. Und für so ein bisschen mehr Aroma gebe ich immer gerne noch eine Knoblauchzehe mit dazu. Die darf beim Kürbis für mich auf keinen Fall fehlen. Einfach einmal andrücken und dann ebenfalls fein schneiden. Dein Gemüse ist jetzt soweit vorbereitet und jetzt schnappst du dir einen großen Topf. Ich habe hier einen Topf von Hoffmann verwendet. Schau gerne mal in die Beschreibung, ist ein super Ding, kann ich dir sagen. Da findest du ein paar mehr Infos dazu. Gib jetzt 1 Esslöffel Butter in den Topf und außerdem einen guten Spritzer Olivenöl. Ich denke mal so um und bei 1 Teelöffel. Wenn alles geschmolzen ist, dann gibst du die Zwiebeln mit dazu und den Knoblauch mit dazu. Außerdem natürlich den geschnittenen Kürbis und dann noch unsere vorbereiteten Kartoffeln. Das Gemüse wird in dem Topf jetzt einfach einmal kräftig angeschwitzt. Ich denke, das dauert so 1 bis 2 Minuten. Da wird man mal umrühren, damit es nicht zu stark ansetzt. Und dann löschen wir das Ganze ab mit ein bisschen Weißwein. Ich habe hier ungefähr 100 Milliliter verwendet, einfach einen guten Schluck. Wenn du alkoholfrei kochen möchtest, ersetzt den Wein gerne durch Brühe. Die kommt nämlich jetzt ohnehin mit dazu, sobald dein Wein ein bisschen verkocht ist. Lösche ich das Ganze ab mit 800 Millilitern Gemüsebrühe. Die Brühe ist quasi die Basis jetzt für unseren Eintopf. Also lasst das Gemüse jetzt darin kochen, am besten mit Deckel für 25 Minuten, damit Kürbis und Kartoffeln schön weich werden können. Dazu stelle ich den Herd auf jeden Fall auf mittlere Hitze, damit das Ganze nicht sprudeln kocht und wir einfach ein schönes Ergebnis erzielen können. In der Zwischenzeit, da kümmern wir uns um die Einlage für unseren Kartoffel-Kürbis-Eintopf. Ich habe hier 4 Würstchen, das sind in dem Fall Mettenten. Du kannst doch gerne Kohlwurst nehmen oder wir machen das Ganze ja später noch so ein bisschen orientalisch, deshalb kannst du auch gerne Merguez verwenden. Merguez, das sind so orientalische Lammwürste, schmecken sehr, sehr gut, geben schönes orientalisches Aroma mit dazu und das passt ganz wunderbar zu dem Aroma, was ich dir gleich noch vorstelle. Wenn dein Eintopf dann 25 Minuten gekocht hat, dann nimmst du den Deckel ab und jetzt schnappst du dir einen Kartoffelstampfer, denn mir persönlich ist der Eintopf so einfach ein bisschen zu grob und ich nehme jetzt diesen Kartoffelstampfer und stampfe einfach die Kartoffeln und den Kürbis ein bisschen durch, sodass alles eine schöne sämige Konsistenz bekommt. Und jetzt komme ich auch schon zum angesprochenen Gewürz, denn ich verwende hier gerne Ras el Hanout. Das ist ein orientalisches Gewürz, besteht aus Kreuzkümmel, Koriander und verschiedenen anderen Gewürzen. Einfach 1 Teelöffel mit dazugeben, harmoniert unglaublich gut mit dem Kürbis. Dann noch 2 Esslöffel Crème fraîche oder Schmand hinzugeben für so ein bisschen mehr Cremigkeit. Rühre das Ganze einmal um und dann sind auch schon unsere Würstchen dran. Wie gesagt, entweder Mettenten, Kohlwürste oder auch sehr, sehr gerne Merguez. Die passen ideal dazu. Alles einmal umrühren und jetzt lässt du den Eintopf nochmal für 5 Minuten köcheln. Gerne ohne Deckel, damit er noch so ein bisschen sämiger werden kann. Dann schmeckst du alles mit einer guten Prise Pfeffer ab und mit ein bisschen Salz. Du kannst gerne auch ein Rauchsalz nehmen und ich gebe jetzt gerne noch einfach ein halbes Bund gehackte Petersilie mit dazu. Die passt, denke ich, ideal mit zu diesem wärmenden, herbstlichen Gericht. Alles einmal durchrühren, ja, und dann ist dein Kartoffel-Kürbis-Eintopf auch schon fertig zum Genießen. Du kannst ihn jetzt einfach in schöne Schalen füllen, mit ein bisschen Petersilie genießen, vielleicht auch noch ein bisschen Crème fraîche mit dazugeben und dann hast du ein richtig wärmendes Gericht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachkochen. Hier kommt noch ein weiteres Video für dich und bis bald im nächsten Video.